Hallo, ich bin Nicola Lange und ich möchte heute mal ein ganz wildes Dessert machen. Und zwar aus frisch gepflückten Brombeeren, Wildkräutern und ein kleines bisschen Johannesbrotkernmehl. Das kann ich jetzt nicht wild irgendwo pflücken. Aber ich fange jetzt erstmal mit den Brombeeren hier an. Da. Und nehme natürlich nur die, die richtig voll reif sind. So, wie ihr seht, die Brombeeren, die habe ich. Den Rest hier lasse ich stehen, damit die ganz in Ruhe reifen können und die ganz oben sind, darüber freuen sich dann hoffentlich die Vögel. Ich komme da nicht ran und sonst glaube ich auch niemand. Und jetzt gehe ich aufs Grundstück und gucke, was ich da noch an Wildkräutern finde. Ich dünge nicht, von daher wird da schon was sein. Jetzt bin ich bei den Brennnesseln und die schneide ich jetzt ab in die Schüssel dazu. Gepflückt. So, hier sind hier bereits drin. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Löwenzahn gefunden. Der wandert jetzt auch noch mit rein. Okay, die Brennnesseln sind im Mixer. Ja. Dann habe ich hier 200 Milliliter Wasser. Das kommt dazu. Jetzt kommt der Deckel drauf. So. Und bei langsamer seht, habe ich die gesamten Brennnesseln genommen mit Stängel, Stiel und allem. Jetzt kommen die Brombeeren hier rein. Das war's auch schon. Das kommt jetzt in, was hat sich denn hier hin verirrt? So, zwei Gefäße. Und da wird das jetzt nachdicken. Schmeckt jetzt schon unheimlich lecker. Und ich kann versichern, es brennt nicht. Das wird ja häufig gefragt. Ob die Brennnesseln denn nicht im Mund brennen? Nein, wenn sie verarbeitet sind, tun sie das nicht mehr. Und nichts hat mehr Power als Wildfrüchte und Wildkräuter. Das ist mit dem ganzen angebauten Kram überhaupt nicht zu vergleichen. Und gerade jetzt ist die Zeit dafür, denn es gibt draußen Brombeeren und es gibt auch noch Brennnesseln. Ich kann es nur empfehlen, das mal nachzumachen. Falls es euch gefallen hat, abonniert mich gerne. Und falls ihr es probiert habt, lasst mich doch gerne wissen, wie es geklappt hat. Danke und bis zum nächsten Mal. Einfach nur miam.